Alles klar. Ich bin im Spiel. Ihr braucht wahrscheinlich noch 2 Minuten, ne? Oder jetzt 1:30 oder sowas. 1,20 noch. Oh, 1,20. Ja, rechnen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, es tut mir leid. Immer diese Ausreden, ne? So. Und es ist jetzt nur noch 1 Minute. Ha! Ich wusste es. Nein. Nein? Wird bei mir so angezeigt. Bei mir ist es jetzt 20:09 Uhr. Auch hat schon gepasst, als du gesagt hast. Ha! Jetzt sind es nur noch 50 Sekunden. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat. Pass auf, und jetzt nur noch 45. Oh. 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 Are you a wizard? Steffen, ist Jawohl. das eigentlich normal, was ich Nein. gehört habe, dass du mit Heugabeln durch die Stadt schon gejagt wurdest und als Hexe angeprangert wurdest? Ja, das ist meine Vergangenheit. Lass uns nicht darüber reden. Das hier in Berlin ist das noch nicht vorgekommen. Okay. Da bist du da dann gleich. Zwei, eins, los, neue, Yeah. Ja, Schaka. Ach, lol. Ich war vor kurzem im Auto unterwegs und hatte meinen Geldbeutel und mein Handy in der Hosentasche. Und jetzt ist mir aufgefallen, nach 2 Stunden, dass ich es immer noch in der Tasche habe. Wo machst du denn das Zeug sonst hin? Passiert. Ich leg's auf den Tisch. Achso. Weil ich die Hose noch anhab. Ja, hoffe ich doch mal. Oh, endlich diese schönen Lichter wieder einschalten. Oh. So, ich starte da mal. Viel Tu Glück das. und viel Spaß. Die BLUs, wie die auf CCIP stellen? CBUs? Ja, BLUs meine BLUs? ich. BL. Wahrscheinlich. Das sehen wir dann, was wir machen. Aber Ja, da wahrscheinlich muss ich schon mal gucken, ob ich das CCIP mit der und Leertaste dann. hinbekomme. Ich glaube nicht, dass man die BLU CCAP gut einwerfen kann. Ja, ich hab's schon gemacht. War gar nicht so schlecht, aber. Ja, das ist dann mit dem Ripple aber so scheiße. Also mein Rekord war, von 6 BLUs haben 4 getroffen aus einer Höhe von 23.000. Immerhin. Mein Wingman ist einfach mit Nachbrenner gestartet. Ja, das macht die KI immer irgendwie. Ist über mir hinweggeschossen. Ja, das macht sie nicht hübsch. Also bei mir jedenfalls. Kannst aber einstellen, dass die KI richtig nah an dir fliegt, ne? Naja, ist Das klar. ist voll cool. Da machst du immer get closer, get closer, get closer und irgendwann berühren sich fast die Tragflächen, ey. Und dann meckert er, wenn du nochmal get closer sagst. Are you gay? Das hat er zwar bei mir noch nicht gesagt, aber okay. Nicht? Oh. Sentry, one stud, 1-1, request picture. Stud, 1-1, Sentry, Ach, schon mal one, gar nicht picture nachgeguckt. clear. Was war das für ein Steffen? Rufzeichen? Ja? Ben sagte mir irgendwas von 70 Euro. Was ist hier schon wieder im Busch? Ich habe gehört, wohl angeblich sind die Server minus. Das Landkonto könnte am 23. im Minus sein, wenn wir nicht für diesen Monat ausnahmsweise die 70 Euro auftreiben können, bis es im nächsten Monat nicht mehr ein Posten ist, der auftauchen wird. Weil Was ist leider noch mit nicht dem da ist. Damian? Ja, der ist ja nicht da gewesen und der hat das nicht fertig bekommen mit der Serverkündigung im letzten Jahr. Weil er dann ja auch kein Internet mehr hatte, konnte er da nicht weiter nachverfolgen. Und die Ines hat mich heute darauf angesprochen. Und deswegen müssen wir da am Sonntag in der Kleinsitzung mal drüber reden. Ich würde mal ganz kurz still sein, ich würde gerne den Start aufnehmen. Ja, Okay, dann sollen sich Botti. auch, dann sollen sich mal, mal die Ja, Leute sich genau. mal bewegen, deutsch gesagt. Ja, lass uns da in der Clansitzung drüber Shot reden. Oder 1-1, später mal. I made out, you're clear Ja, for ist richtig, können wir gleich takeoff. Runway mal. 20 right.
Weiß nicht, wie lange das mit dem Leuten zum Gelaufen ist. Ja. Hey, Buddy, Vollstoff. Bremse lösen. 3, 2, 1, jetzt. Sentry 1 stud 1 1 request picture stud 1 2 close up formation 2 closing out shot 1 I need tower resume on navigation okay shot 1 Sentry 1 stud 1 1 request picture Stud 1 1 Sentry 1 picture clear 2 in position. Body? Ja, so ein bisschen links sehen wir. Ist rausgeschossen. Ist das Airborne? Ja, ne? Ja. Jo. Picture ist momentan sauber. Ach ja, was waren wir eigentlich für ein Rufzeichen? Du warst das, oder? Ja. Ich glaube, ihr seid Shark One, wie immer. Ja. Ja, endlich mal wieder eine Nachtmission nach langer Zeit. Links ist noch so ein ganz leicht rotes Glühen zu sehen von dem Sonnenuntergang. Ja. Nice. So, ich spiele dabei mal kurz, während ich da noch auf Höhe gehe, nochmal so ein bisschen mit meinem DGP rum. Mhm. Jetzt irgendwie hinter mir. Wer bist du, Tafel? Hä? Wer bist du? 274. Ey, das ist so geil. Ich brauche also doch ein iPad, ja? Um mir das zu extrahieren dann. Nee. Ein zweiter Monitor tut's auch. Oh, okay, hab ich nicht. Ja, den ich hab, hatte ich, als ich mein Zivi gemacht habe, haben sie gesagt, den brauchen sie nicht mehr, ich soll ihn entsorgen. Und ich habe ihn mit nach Hause genommen. Ja,
würde ich auch so gemacht. Naja, hast du ihn entsorgt. Ja. Gratis ja, Waffenschirm? Es sind nur 15 oder 17 Zoll, wahrscheinlich eher 15. Aber who cares? Eben. Ja, das ja. reicht für Teamspeak, Xpadder und ein geiles extrahiertes NFT. Müsstest du ja jetzt ein bisschen aufholen, ne? Ich bin gerade ein bisschen runter vom Speed. Ah, wir haben Zeit. Ich schätze mal, ich gehe auf 220.000. Oh. Jetzt 20.000. Naja, 18.000 bin ich. Und du solltest noch deine Licht ausmachen, weil du es noch nicht getan hast. Ja, dass du mich siehst. Nein, damit ich dich nicht sehe. Natürlich auch nicht der Feind sieht. Ich habe noch das Positionslichtding an, also auf der Heck, auf der Tragfläche, mein Heckfloss-Ding. Du weißt schon. Ja. Das habe ich auch. Ich habe nur das Anti-Collision-Light angelassen. Die grünen und die roten sind aus. Ja, das meine ich, aber mir sind die grünen-roten auch aus. Ich will ja nicht, dass mir mit kollidiert. Okay, 22.000 reicht. Ja, jetzt müsste ich dich irgendwo sehen. Also, ein bisschen höher nämlich. Nachtsicht an hätte. Hast du eigentlich eine Deadzone bei dir eingestellt, Hase, für die Mitte des Blickfelds, oder hast du das alles sehr fließend? Tracker, ja. Oder, was meinst du? Nee, bei Tracker, ja. Ja, genau. Ja, nee, minimale habe ich. Mich stört das nämlich, wenn ich von rechts nach links gucke, über die Mitte drüber, dann erstmal 2 Sekunden in der Mitte einfriert und dann erst drüber geht. Deswegen ja, habe ich da eine recht kleine Deadzone drin. Merkst zwar immer noch, aber besser als ohne. Ja. Da bist ja, wird ja immer übel. Ja. Fliegst du nach Zeitplan, Steffen? Nee, nicht ganz, ich bin ein bisschen zu schnell. Kann sich die Gegner noch gar nicht drauf vorbereiten. Du eintrittst. Oh. Genau. Ja, die denken, dass du Punkt 20 Uhr 40 ankommst, aber wenn du 20 Uhr 38 ankommst. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen vom Flugplan abgewichen, weil ich nochmal links gerade beim Picture angeblich ein Bandit über der Bufferzone hab angezeigt bekommen. Ich will den gerade zu finden, dass der uns nicht überrascht. Ja, da ist es wahrscheinlich. Ich flieg genau auf euch zu. Nee, ist friendly, der ist es nicht. Okay. Wie schnell fliegst du, Botti?
195. Was, so langsam? Ja, ich probiere gerade zu steigen, aber das geht nicht, weil er ja immer an. Ja, dann geh erstmal in die Waagrechte und bau Geschwindigkeit auf. Okay. Wie hoch bist du? 21,7. Ja, hast ja eh nicht mehr weit. Bis 22.000. Sentry 1, Stud 1-1, request picture. Stud 1-1, Sentry 1, picture is multiple groups. Nearest bandit at bullseye 055, 30 miles, 15,000. Sentry 1, Stud 1-1, declare. Stud 1-1, Sentry 1, contact is a bogey. Ich habe jetzt ein bisschen abgebremst, damit du nachkommst, ne? Jo. Sentry 1, Stud 1-1, declare. Stud 1-1, Sentry 1, contact confirmed hostile. ID'd as MiG-21. MiG 21 habe ich aufgeschaltet. Ich gebe dir mal meinen Wingman zum Angreifen. Stud, 1-2, Stud. Mit dem gebe ich mich nicht ab. Engage. MiG 21, Bullseye. 065, 25 miles. 10,000. 2, Wilco. 2, Fox 3 Long. Sentry, 1, Stud, 1-1, declare. Ah, ich sehe dich. Aber nun mit Nachtsichtgeräte. Ah, Runde. Ah, jetzt sehe ich dich auch ohne. Aber. Die arme MiG 21 wird von 4 Friendlies verfolgt. Okay. Pitbull. Über uns fliegt gerade ein Airwax oder sowas. Lol. Was? Ja, okay. Über uns, jetzt links ist ein Airbag. Glaube ich zumindest. Guten Abend. Sorry für die Störung. Ich habe mal eine kurze Frage. Und zwar ist es wegen dem Sitzabdecker diese Beta-Version. Weil ich habe es heute Morgen runtergeladen und jetzt kann ich einmal nicht mehr starten, ohne dass es einen Fehler findet. Und also ja. Zweimal aktualisieren beim Six-Set-Trader, sonst könnten wir dir jetzt momentan nicht helfen, weil wir alle gerade im Spiel sind. Also habt ihr auch das selbe Problem gehabt, oder? Ne, einfach nochmal Install oder Update machen und gucken, ob du dich alles hast. Und dann... Hm. Ja, okay, Alter. Ich probier's mal aus. Ja, sehr gut. Danke. Stud, 1-2, rejoin formation. Meinst du gerade mich? One, two, on my way. Nein. Stud 1-1, request permission to engage. Stud 1-2, weapons free. 2, Wilco. Also ich bin jetzt auf... Engaging MiG-21. Ich bin jetzt auf 22.000 und bin 303 Knoten schnell. Stud 1-1, okay. Engaging target bearing 270, 10 miles, 18,000. 1, Fox 3 medium. 2, Pitbull. Ich habe den MiG 23, die ich gerade engage. 1-1, Pitbull. Engaging MiG 23. Wir vertrauen deinen Können. Wir schaffen es schon. Bei links von uns ist echt gerade ein Passagierflugzeug. Danke, Flo. Ja, und Tanker, dreht jetzt sogar, oder? Das dreht jetzt sogar in unsere Richtung, also fliegt jetzt in die gleiche Richtung. Dann könnte ein Airbag sein, oder? Oder hier, Tanker. Engaging, MiG 21, oder Tanker. Oh, ja, vielleicht ist das so witzig, ich hat seh kein dich Radar so. Oben drauf? Weiß gar nicht, ich glaube, der hat kein Radar. Ja, könnte ein Tanker sein.
Ja, das Witzige ist, weißt du, ich sehe dich so, machst so das Nachtsichtgerät auf, aus, dann sehe ich dich blinken, scroll zurück, auf einmal sehe ich da so voll viele Lichter am Himmel. Dann denke ich so, what the fuck, mach Nachtsichtgerät, dann auf einmal fährst du in Transport. Bei uns sind Gegner. Wenn die freundlich gewesen hätte, sich Steffen schon drum gekümmert. Hoffentlich. Da bist du auch ganz schön weit weg. Na, ich komme mal gleich wieder zu euch. Ja. Wir haben hier 2 mit 23. Echt cool aus dem Dunkeln. Achso, ich fliege 365 Knoten schnell, also ich hole auf. Bin links ab. Von dir. Soll ich kurz Licht anmachen, dass du mich siehst? Du sollst abbremsen vor allem. Treffen uns bei 300. Stud 1, Sentry 1, be advised. Threat aircraft bearing 070, 10 miles, 2000. Fertig. Gut. Dann schon ab. 2, in position. So, bin jetzt auf 302. Ja. Kannst deine Lichter wieder ausmachen, wenn du willst. Sentry 1, be advised. Threat aircraft bearing 020, 3 miles, 1000. Ja, die sieht man sogar gerade. Hier rechts von uns sind die ja. Zwei Flieger. Sieht auch nicht schlecht aus im Dunkeln. Genial. Von wem redest du jetzt? Von mir und meinem Wingman oder von eurem 1000? Das sind 2 von F5 vorbeigedüst. Fuel Flow 6000. Fuel Flow ist bei mir auf 5.1. Musst du ein bisschen abbremsen. Ja, wir haben 6, einfach auf 6 gehen. Nope, nahezu. 6.1, 6.2 bei mir. Ja, ist okay. Kann ich ja nicht so fein einstellen. Ja, ist okay. Ja, wir sind auf eurer 9 Uhr. Irgendwo. Irgendwo in der... Ja, also schon noch ein bisschen was weg. Also wir sind 25 Meilen von euch entfernt. Oh, okay. Aber wir scannen den Luftraum vor euch, also das passt schon. Boom. Das würde mich sehr wundern. Shark 1, Shark 2, Splash. Du willst auf die große Startbahn gehen oder auf die kleine? Also auf die Startbahn oder auf die Landebahn? Also was ich jetzt mir aussuche oder was ich jetzt nehmen soll. Ja, such dir aus, ob du die breitere oder die schmälere nehmen willst. Okay. Na, wenn alles klappen sollte, was ich nicht glaube, dann würde ich erstmal die kleinere nehmen. Sag Bescheid, wenn wir aufs nächste Steelpoint zufliegen sollen. Jupp, ist auch gleich soweit.
Front Steering Control. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin gerade so doof für Selective Jettison Tase. War doch einfach nur die, SJ-Seite aufrufen, das Ding weiß hinterlegen und dann pickeln oder nicht, wer immer auf der Seite ist. Eigentlich schon. Na, der will den Centerline-Tank so irgendwie nicht abschmeißen. Naja, gut. Keine Ahnung. Lass er das mal kurz bei mir schreiben. Der ist nämlich sowieso leer. Braucht ihn nicht mehr. Jupp. Also ich bin jetzt auch am... Bist du im Air-to-Ground-Modus? Nein. Ich bin im Air-to-Ground, ja. Geh mal im Air-to-Ground-Modus. Vielleicht geht's nur da. Also ich bin im Air-to-Ground-Modus, weil ich da die Taste belegt habe. Vielleicht ist es auch Zufall. Hab dann SJ oben angeklickt und dann einmal Pickel und weg ist es. Also nee, warte, was bei mir auch nicht. Na, ist egal. Also du hast bei mir gerade den Tank abgeschmissen, ne? Ja, ich habe meinen Tank abgeschlossen. Ne, fliegst du gerade? Ich bin ein bisschen schneller geworden aus Versehen. 360. Ich flieg 333. Ja, ich habe auch so ein bisschen Gas gegeben. Wie werfe ich den Tank ab? Du gehst auf die SMS-Seite. Ja. Drückst rechts unten S-J. Ja. Dann steht ganz oben irgendwas mit 300 oder so. TK 300. Drückst du den Knopf drüber, den mittleren oben, dann ist der weiß hinterlegt, der Tank. Dann drückst du die Bomben-Abwurf-Taste. Die Pickel-Taste. Dann müsstest du einen Klonk hören und dann müsste er weg sein. Ja, ist weg. Ah, ich weiß warum. Irgendwie hat er bei mir den Masterarm wieder auf aufgestellt gehabt. Ich muss den falschen Knopf gedrückt haben. Komisch. Eben habe ich noch einen Missile abgeschossen und dann war Masterarm wieder auf. Whatever. Naja, geht. So, ich bin im Zielgebiet. Ich gucke, ob ich die SR2 finde, wenn sie noch aktiv ist. Ja. Sentry, one stud, 1-1, request picture. Stud, 1-1, sentry, 1, picture is multiple groups. Nearest bandit at bullseye, 025, 60 miles, 12,000. Ich sehe, glaube ich, sogar schon unser Ziel, wenn links. Wenn das die Landebahn da sein soll. Ja, es ist ein doppelter Flughafen, da siehst du ihn wahrscheinlich schon, ja. Ja. Ja, könnte sein, komm. So, wir sind jetzt auf dem feindlichen Gebiet. Ja, ich seh's. Ah, ich sehe sogar zwei Flugzeuge da drüber. Ah, das sind wir. Und einer hat also noch seine Blinklichter an. Das ist der Wingman. So, da unten ist ein Flugradar, aber kein AAA-Radar. Nördlich vom Ziel ist eine SA-5-Stellung, also Nord-Nordwest. Aber wahrscheinlich nicht im Gefahrenbereich, nur so, dass ihr es wisst. Der Sucher da werde ich jetzt nicht angreifen. Ich glaube nicht, dass das so richtig gefährlich ist. Der SA2 soll sich mal melden. Tja. Wie sieht dein Tank aus, Lotti? Was hast du noch drin? 6100. Und mein Fuel Flow ist auf 6,3. Also dann nimmst du die kleine und ich nehme die große. Ja, ist glaube ich auch besser, weil ich werde wahrscheinlich wieder Probleme haben. Abwerfen. Sentry, one stud, 1-1, request picture. Stud, 1-1, sentry, 1, picture clear.
Weiß nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen näher an dir rangekommen. Und? Wollte dir nur darauf hinweisen. Wenn du mich nicht reinfliegst, war das ziemlich wurscht. Danger Clothes, boom. Es scheint eine SA-13 im Zielgebiet und ein Triple-A-Radar hat sich jetzt gerade bei mir gezeigt. Ich werde also eine Runde drin, ich bin schon direkt drüber, deswegen kann ich sie nicht angreifen. Zwei SA-13 und eine Triple-A. Okay, also nicht zu tief gehen. Okay. Naja, gut. Ich werde probieren, die SA-13 und die, wenn ihr das noch kurz delayen könnt, die beiden SA-13 zumindest wegzuballern. Counter. Jupp, ich gebe dir 3 Minuten. Dann sind wir nämlich bei. Wir fliegen jetzt auf dem IP zu. Super, jetzt wurde ich gerade von SA-2 angeschossen. Das du? Ja. So, jetzt hat sie den Lock verloren. Und den Jammer anmachen, oder? Wir haben keinen. Oh, cool. Mag Selbstmordmission. Einfach daran denken, Flares und so ein Scheiß. Ja, ich habe schon meine Flares auch, also das Programm auf 2 gestellt. Ja, wieso überhole ich dich? Weil wir nicht. Weil du nicht abbremst. Bremst gerade ab. Okay, also du nimmst die linke. Okay. Ist auch die kleine? Ja, ja. Ist die kleine. Ich hab dir nochmal 2 Minuten rausgeholt, Steffen. Gut, ich greife jetzt eine SA-13 an. Ich sehe sie fliegen. Zerschluppe! Incoming! Cat Flare! Ist er weg? Ist er verschwunden? Das sind aber 2 SA-2, wie gesagt, ich konnte nur die anderen angreifen. Ah, durch mich wurde eine SA-2 geschossen. Aber ich hab sie. Also ich kann einen Einschlag bestätigen, ich sehe einen. Feuer. Ja. Cool, ich sehe es nicht. Der zweite ist da unten aber trotzdem noch. Ja. Und aber was für Höhe sind die gefährlich? Ab 17.000 Fuß, das ist eine Infrarotrakete mit Flares, kann man die nur. Das ist die Gopher, die sind ziemlich gefährlich. Ja. 17.000, das ist klar. Naja, das wird interessant. Ich mache einen Autopilot aus. Dann sag Bescheid, wenn wir beidrehen sollen. Die andere kriegst du nicht mehr, oder, Steffen? Ich dreh mich gerade wieder ein, ich probiere es. Aber ich kann nichts garantieren. Doch, jetzt ist sie wieder aktiv. Das. Ja, okay, ich dreh mich ein, ich schieße gleich ab. Ja. Okay. Magnum. Denk dran, 230 Grad ist der andere. Okay, wir drehen jetzt auch bei. Ja, das Triple-A-Radar ist dann aber immer noch da, das kann ich nicht bekämpfen. Ja, das ist okay. Ich gehe jetzt R2R. Splash. Wir sind über rausgeschossen. Aber dadurch hattest du jetzt Zeit, wenigstens das Ding wegzumachen. Okay. SA-5 hat mich angegriffen, ich drehe ab. Was haben die denn da unten alles stehen? Die SA-5 ist weiter weg im Norden. Achso, okay. Die ist 30, 40 Meilen entfernt. Also, AAA ist jetzt unten nichts mehr. Doch, ein AAA-Radar. Was ich nicht ja, außer kann. AAA. Ja, richtig. Habe ich nichts anderes gesehen auf dem.
Auf meinem RWR ist noch eine SA-13. Kann sein, dass da drei unten sind. Ich habe zwei bekämpft. Okay. Ja, wir sind jetzt im Anflug. Ja. Nicht vergessen, regelmäßig Flares abzuwerfen. Ja. Und 160, 10 miles, 3000 ist anscheinend Gegner. Bombs away. Bombs away. Bombs away. Sehr schön. Ich habe aber nicht alle losbekommen. Ich habe noch. Oh, was ist hier? Break, break auf dich oder was geschossen? Flares, flares, flares. Okay. Fuck. Haben sie dich? Getroffen, aber ich bin noch in Ordnung. Okay. Threat aircraft bearing 155, 10 miles, 3000. Werf doch mal die Scheiße ab. Sentry 1, Stud 1-1, declare. Stud 1-1, Sentry 1, contact confirmed hostile. ID it as MG500. Konnte gerade gar nicht auf das Flugfeld ballern. Ja, ich bin wieder auf 20.000. Ich habe von hinten gesehen, wie sie auf dich geschossen haben, Tase, ey. Du sagst es. Stehe ich hier gerade mit 90 Knoten durch die Luft. Erstmal Deep Stall. Ja, yeah. Okay, geht noch. Soll ich nochmal angreifen? Weil ich habe noch ein paar Bomben. Ja. Ach, ich habe ein Pair abgeworfen, deswegen. Naja, ich habe es dreimal rausbekommen. Das sollte reichen für dich. Der kleidet mir die ganze Zeit an, dass hier eine MD-500 rumfliegt. Das sagt er, das wäre eine Threat Aircraft. Das ist ein scheiß Helikopter, ein Recon-Helikopter. Naja, wie auch immer. Den greife ich jedenfalls nicht an. Nicht, dass ihr euch wundert. Dann schießt der Helikopter an der Sidewinder ab. Ich glaube nicht, Tim. Ein bisschen blöd. Ach, was soll's. Du bist jetzt eine Rakete, der Helikopter. Nervt mich. 1, Fox 3 Medium. Sud 1, Sentry 1, be advised. Das hört ja die Airbags nie auf, zumindest voll zu labern. 1, Pitbull. Oder du schießt den Airbags runter, dann labert der dich auch nicht voll. Na, hervorragend. Pitbull. Oh, Abenteuer beschädigt das Flugzeug. Was wir hier gehen die CPUs jetzt raus? Ja, ich hab sie noch weggeschmissen. Ja, okay. Ne, aus welcher Höhe meine ich? Achso, 22.000. Okay. Allerdings wabbelt mein Flugzeug ein bisschen drum. Tja, ja. Jetzt müsste man gleich einen Splash sehen in 5 Sekunden. Etwas nördlich. Und Platz. Ah ja, alles klar. Okay. Wäre schön, wenn wir demnächst dann the fuck out of here könnten. Ich bin so gut wie erwischt. Weg. Ich sehe nichts mehr. Am roten Bildschirm, scheiße. Aussteigen, schon eh. Dann warst du aber zu schnell. Nein, ich wurde gerade getroffen. Ah. Ich wurde gerade von irgendwas getroffen und kam nicht mehr raus, weil ich hatte einen roten Bildschirm gehabt. Ja, ich bin unterwegs weg. Sud 1, Sentry 1, be advised. Threat aircraft bearing 135, 15 miles. FLCS Fault. Sagst du es gerade? Flick ist, ja, Flight Control System Fault. Du hast einfach zu hart gezogen mit Bomben dran, wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich eher, weil ich getroffen wurde. Ja, SA2, halt mal. Da haben wir uns wieder.
Ich gehe gleich auf den vorletzten Wegpunkt vom, oder letzten Wegpunkt vom Flughafen. Kurz ab. Ja. Ich hab zwei Bomben abgeschmissen. Ah, jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Ich wollte die Clusterbomben auf einmal loswerden, weil ich sie halt auf das Depot schmeißen wollte. Ja. Und hab dann auch schon mal auf Pair gestellt, habe aber dann nicht wieder umgestellt für die BLUs. Ah, okay. Aber die müssten ungefähr Anfang, Mitte, Ende ungefähr eingeschlagen sein. Hm, er sah ganz gut aus. Und, ich meine, die war breit. Das passt schon. Noch so ein Helikopter hier. Wo? 071 070 2000. Noch eine MD-500. Kriegt von mir auch noch eine. One, Fox 3 Medium. One, Pitbull. You. Oh, ein Vorschiff. Das ist hübsch, oder? Ja. Naja, ist mir egal. Können die anderen noch einen weiteren Tag leben? Da gehe ich jetzt nicht runter. Das ist über dem Grenzgebiet, da kriegt AAA ins Gesicht noch ein Löcher. Ja, das ist schon geil, wenn ich hoch runter lenke, dann hast du das Flugzeug so wabbeln, so hoch runter, hoch runter, hoch runter, hoch runter. Und du musst dir gerade vorstellen, als ich beigedreht habe, um auf das Depot zu drehen, um die Bombe dann abzuwerfen, die Falllinie, dann oben der Indikator und die ganze Zeit nur hoch, runter, hoch, runter. Da habe ich ein bisschen Gas weggenommen, dann hat sich stabilisiert. Ah, oh, da ist er ja. Extra das Licht eingeschaltet. Ich hätte dich auf meinem Radar gesehen und erfasst von daher. Ich glaube, mein Autopilot geht auch gar nicht mehr. Oh. Nope. Oh mein Gott, ich muss selber fliegen, was muss ich tun? Ich würde den Boden unter dir immer drauf zusteuern. Immer drauf zusteuern. Haltest du mich die ganze Zeit jetzt gerade auf? Ja, aber nur um dich nicht zu verlieren. Gut, dann mach ich ganz ehrlich. Ab wann hast du Zeit, Steffen? Wenn wir gleich gelandet sind, komme ich mal hoch oder runter, wo immer du bist. Ja? Alles klar, so, ich bin unten. 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Alles klar. Die Hektik macht sich breit. Na, ich glaube, das schaffen wir. In einer Viertelstunde zurückfliegen. Laut Uhr brauchen wir 10 Minuten. Jo. Aber ich muss in 5 Minuten aufkommen, das ist gut. Oh, das schaffst du aber nicht so gut. Okay, dann muss ich so abbremsen, aber ich habe keinen Autopilot. Ich geb einfach schneller, wuhu! Landest auf dem Alternate Airfield, ne? Ich hab keine Ahnung, wo das gerade ist. Achso, du hast keine Instrumente? Doch. Trotzdem weiß ich's nicht. Das ist meistens D.8. Der nicht mehr auf dem. Okay. Der eins höher als der normale Flugplan ist der Alternative. Ja.
Hat aber einer Nachbrenner an. Zum normalen Flughafen sind 79, zum anderen sind 100. Oh. Wo werde ich hinfliegen? Also zum normalen sind es bei mir noch 100 Meilen. Und ich bin direkt hinter dir. Warte mal, das ist doch 7, oder? 1. 7 könnte ja immer noch ein 7... Punkt im Flugplan sein. 7 könnte immer... Wenn du mehr Punkte hast, könnte das auch 8 unsere Basis sein. Ja, aber in dem Fall, oder? Also zu 1 sind es 95, okay. Guck, guck. Okay, naja, wurscht. Tschüss. Hey! Bingo! Gib nur an mit deinem funktionierenden Flugzeug. Jack Blair. Würde ich ja, aber meine Flares sind alle. Ich muss jetzt auch nach Nachbrenner rausgehen, weil ich sonst Bingo Bingo bin. Na, Botti, hast du im Debriefing schon geguckt, was dich runtergeholt hat? Zu viel. AAA. Warst du zu langsam, also so ein bisschen, oder? Ja, entweder AAA oder die SA-13. Wurde auf jeden Fall ganz schön von AAA beschossen und SA-13. Ich schätze mal, die SA-13 hat mich erwischt. Ja, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Habe ich gemerkt. Ich kam auch nicht mal raus. Und nächstes Mal nicht noch Clusterbomb mitnehmen, sondern Cluster noch die Airbase zu, bevor er da runter geht. Ja. Ihr könnt doch gleich alleine fliegen. Ja. Useless Punks. Kriegst einfach ein paar B-52-Bomber los, fertig ist. Genau. Eine B-83-Bombe drauf und dann ist Ruhe. Sag ja zum Motherload. Oder einfach eine MOAB, fertig ist. Ja, die B-83 ist eine Atombombe, also... Die sollte hoffentlich ausreichen. Oh, dann mache ich hier mal Escape E und bin mal kurz AFK. Okay. Ich wollte doch noch landen. Egal. Darfst du schon? Nein, schaff ich nicht. Okay, dann gucken wir mal kurz noch an die BDUs. Damage destroyed, damage destroyed, damage damaged. Success, success, excellent. Juhu. Also ich hab zwei gehabt. Und das... Lol, als ich das Depot angegriffen habe, Depot Damage, Helipad Destroyed, Helipad Destroyed, Radar Destroyed, Depot Destroyed, Helipad Damaged, Helipad Damaged, Radar Damaged. Du und deine Helipads, okay. Ne? Schade, keine Taxi-Shields, ne? Ja, da ist auch, da ist auch kein Taxiway. Mission Fail. Das war ein Depot. Ja. Awesome. Die lagern da vielleicht Taxi-Signs. Und dann später gegen den Feind führen oder was? Sonst mache ich dann noch schnell einen Recon, bevor ich fahre, weil ich es wissen will. Rufst du deine Freundin ab? Ja.
Kumni Airbase war doch die, ne? Ja. Runway destroyed. Runway destroyed. Und dann dreimal Runway no damage. Das war auf jeden Fall dann wahrscheinlich. Was ist ein Runway? Awesome. Aber da ist noch. Ja. Was war das? 80%? Ne, 50%. 58, 58 kannst du im Chat lesen. Eins von beiden. Hm. Okay, ich bin kurz aufgegangen. Ich hab schon auf Stop gedrückt, also. Ich hab auch schon auf Stop gemacht. Ah, ich bin ja auch gleich da. Ich bin noch 40 Meilen entfernt vom. Ja, oh, Scheiße. Was denn? Ich hoffe, wir sind rausgegangen. Ist doch nicht so schlimm. Es kotzt mich mit meinem Controller voll an, sag ich dir, ey. Oh, so nervig. Hm. Aber ich habe eine Bombe losgelassen, das ist ja mal. Schon mal was gut, ne? Oder zwei Bomben, ich glaube zwei sogar. Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass die SA-13 nicht angezeigt wird, dass man beschossen wird. Na, die ist halt infrarot, ne? Ja. Ich hab noch, ich meine, wenn man die auf dem RWR sieht und die in deinem Threat Circle ist, in dem Inneren, dann muss man halt Flares abwerfen, wenn man unter 17.000 ist. Ja. Mehr kann man nicht machen. Oder halt. Ja, ich habe ja Flares abgeschmissen. Ja. Aber es hat anscheinend nicht gereicht. Ja, so viel Flares hat man ja nicht erbaut. Die schießen ja öfter mal, ne? Ja. Vielleicht hätten wir vorher die SA-13 ausschalten sollen. Man, im Prinzip kannst du halt, darfst du halt nicht mehr als einen Run machen. Das war im Prinzip schon das, was eigentlich nicht getan werden darf. Hm. Weil wenn die, wenn die sehen, du kommst zurück und dann haben sie halt nochmal Chance auf dich zu schießen. Eigentlich muss man mit einem Run alles loskriegen und dann, ja. Weil beim ersten Mal hat sie dich ja nicht erwischt. Hm, ich weiß, wie du das meinst. Hm. Ja. Ich habe halt ein Handicap. Ja. Und ein Handicap nennt sich 360-Controller. Das hat ja gerade bei mir angefangen, das Fahrwerk auszufahren. Bei Mach 0,9. Okay. Ich glaube, Aussicht ist okay, sagt er noch. No faults. Oh nein, jetzt habe ich zwei Tode in meinem Logbuch. Moin. Irgendwann stört dann doch, ne? Oh, ich find's nicht so schlimm. Wenn's passiert, passiert's. Ganz einfach. Ja. Solange es nicht fertig ist. Ich sehe deinen Tümpel. So. Das ist kein Tümpel, das ist ein See. Ja. Cool, wir haben ja auch so eine zwei. Zwei Rollfelder. Mhm. Ist dir das noch nie aufgefallen? Nee. 16 Meilen, hey. Na, soll ich dir noch als Testpilot, als Escort join? Das könnte ich im Prinzip machen jetzt, oder? Ja. Aber wir sind beide gerade im Landeanflug, von daher. Ja, lohnt das sich da erst recht. Auch ein paar Punkte absagen. ab wie viel ist man denn Captain? Ich glaube 300. Boah. Sind mir aber noch viele. Ich weiß es nicht genau, vielleicht auch 250, ich bin mir nicht sicher. Turn right heading 215. Altitude. Turn left to final approach course 200. Slow to approach speed.
Aber diesmal bin ich richtig KIA. Nee, schon das zweite Mal richtig. Einmal bin ich, wurde ich ja getroffen und konnte nicht mehr den Schleudersitz betätigen und wo ich getroffen habe, einen Blackout sofort bekommen. Aber ich habe noch probiert, den Schleudersitz zu kriegen, aber das ging nicht. Okay. Ich habe mit einem finalen Landeanflug. Dann musst du dich konzentrieren. Nö, nee, erzähl ruhig. Ich habe mir den Stick nach unten gedrückt, also dass ich runterschaue. Und hast du dann rot oder schwarzen Bildschirm? Rot. Dann musst du nach hinten ziehen, du hast ein Redout, das ist, wenn man zu viele negative geht, also nach vorne zieht. Und du gar nichts mehr machen. Deswegen, wenn du dann noch nach. Ja. Ich meine, wenn du dann den Stick noch nach vorne drückst, wird es ein bisschen schlimmer. Ja. Nee, ich meine das Steuerkreuz auf dem Controller. Also, dass ich runtergucke und habe probiert, den Schleudersitz zu betätigen, aber. Steuerung E auf der Tastatur, ne? Gedrückt halten. Ah, okay, cool. Deswegen meinte ich ja Steuerung E in der Situation, wo du meintest, du. Shark, 1-1, gear down. Das wusste ich. Shark, 1-1, turn right, final approach course, 200, check speed. So, naja. Ich bin dann auch unten. Wenn ja die Chinesen angreifen, wenn du willst. Sagen, das waren die Nordkoreaner. Ich glaube, so einfach kommen wir da nicht davon.